Ah, haben wir jetzt hier. Ach so, kann man die das Vieh verarschen, gut. Wäre das schon mal geklärt? Hier könnte halt auch noch was sein. Dass der... Ja. Blöde Roboter was versteckt hat. Sogar verdammt viel versteckt hat. 50 Fumium und zwei Sachen. Gut. Mussten wir gar nicht so lange suchen. Also ich meine, die blöde Autoturret hat was versteckt gehabt. So, nächste. Der Loading Screen gefällt mir nicht. Der Titel des Stockwerks gefällt mir nicht. Hier gibt es allerdings nur ein einziges Secret. Oh, und wenn wir so gucken, wir haben schon... Ja, wir haben noch 26 von 88. Also etwas mehr als ein Viertel der Notizen übrig. Okay. I need a key. Fumium Key, ja. Mr. Obvious. Stinks in here. This gas can't be healthy. Ja, das Gas muss man aber auch irgendwie ableiten können. Oh nö. Das bekommt mir jetzt gar nicht wahrscheinlich. Gut. Oh, ich bin schon wieder hier unten. Ja, die Poisoned Halls. Die vergifteten Hallen. Danke. Stinks in here. This gas can't be healthy. I don't remember the Bureau ever authorizing this kind of research. Then again, can I still trust my own memory? Poisonous gas made from fumium. Is there any way in which this substance can't be abused? Wahrscheinlich in vielen. So, was passiert, wenn ich jetzt den Hebel umleg? This is useless. I'm not getting in this way. I need to find the combination for this device. Ja, das wird ein Code sein. Aha. Also 1, 2, 3 und das 1, 2, 3, 4, 5 mal. 5 hoch 3 sind schon ein paar Kombinationen, die ich durchprobieren müsste. Ich bleibe jetzt genau hier stehen. Ist mir egal, ob du mir Bleeding machst. Weil dein Kumpel möchte ich da nicht rauslassen.
Jedenfalls nicht so lange spuckt. Au. So. Ah ja, schön. Das sieht für mich nach noch mehr Giftgas aus. Ich höre gerade nichts. Da ist ein Knopf. Ich hoffe mal, das sind die Ventilatoren und nicht wieder das Krabbeln von diesen riesen Kakerlaken. Ja, die Kammer ist böse giftig. Okay. Ich hab's begriffen. Also da können wir nicht einfach durchlatschen. Da müssen wir wohl erst irgendwelche Pumpen oder so finden, dass wir da durch können. Die Ecke sah ein bisschen verdächtig aus. Ah, wieder so ein Spielchen hier. Und hier ging es, glaube ich. Naja, okay, hier geht's weiter. Hier brauchen wir den Schlüssel. Gucken wir mal hier rein. Will ich da rein? Oh, Mama. Oh. Aha. Ja. Au, das war klar, dass mich das trifft. So. Zuletzt ist es im Augenblick nur die eine und sie hat gebrannt. Sehr gut. Oha. Au. Wow. Bin ich froh, dass ich eine Resistenz drauf habe. Dass ich nicht ganz so viel Damage nehme. Und da hat das Bleeding ist getötet. Ich kann schon mal in diesen Raum da reingucken. Das könnte bedeuten, hier ist irgendwo wieder ein Secret-Knopf, mit dem ich in diesen Raum da reinkomme. Das ist jetzt wieder die Masterfrage. Wie öffne ich diesen Raum? Das macht nämlich nur hier die Tür zu.
Und ja gut, es gibt nur ein Secret. What the hell? Okay. Ich hab kapiert, dass du garstig bist. Ich würde eigentlich bei dir aber gerne austesten. Oh. Au. Einfach mal für die Wissenschaft. Nein, ich mache dir Schaden, aber ich stoße dich nicht weg. Okay. What? Oh, schöner Quit. So, und jetzt kann ich dich ebenso gut im Nahkampf meucheln. Weil da nimmst du Blutungsschaden und stirbst schneller. Gut. Okay, das heißt... Das ist mir echt nicht aufgefallen, dass da Falltüren sind, die auf und zu gehen. Oh, und doch. Als ob ich schon auf welchen stehe. Wow. Mhm. Mhm. Munition ist okay. Veteran Buckler. Nee. Discharger und bessere ist okay. She's the key. I haven't been able to find Sophie since the whole blizzard. She witnessed it all and I'm sure she must be confused. Even without words, we both know what the other one is thinking or feeling. I feel her fear and trust her. I must find her. She's the key to everything. With all my research assistants gone, I've come up with a new way to keep the project going. One of my secret projects has proven very helpful with this. The beginning, when I still had to keep it a secret, was difficult. A simple fumium amplifier strapped onto a dead but preserved body allowed the fumium substance to infiltrate and take control of the organism. The first remake. They only could produce manual output and grew physically due to the infestation. Later on, I managed to create competent and obedient servants using the bodies of my former closest assistants by putting them to sleep and then applying the amplifiers. I think it was their disappearances that raised suspicion, ultimately leading to the result. I no longer feel pity for what happened. There are no annoying distractions left to hinder my progress. Finally. Ernsthaft? Und Markus hat dazu nichts zu sagen. Seine Frau hat Zombies erschaffen, mehr oder weniger. Die ganzen humanoiden Gegner, gegen die wir gekämpft haben, waren Zombies. Also Fumium gesteuerte Superzombies. Ich hoffe mal, dass ich hier auch richtig gehe. Ich hätte nämlich noch hier reingehen können, glaube ich. Hier konnte ich nicht rein. Nee, da brauche ich einen Schlüssel für. Da ist das Giftgas und hier bin ich ja nicht mehr weitergegangen in dem Bereich. Hier bin ich schon mal auf der anderen Seite von dem Bereich hier.
dich haben wir erfolgreich in einem Hinterhalt ausgeschalten. Au. Jetzt hast du uns reingelegt. Ja, aber eine tolle Idee. Einfach mal ausprobieren, ob es klappt. Das Vieh folgt uns, ja? Ja. Lassen wir es mal hier angreifen. Jo. Es ist so schlau und es gibt uns Fumium. Das war der erste Gegner, den wir durch Environment getötet haben. Das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit mal ausprobieren. Ich hasse es, wenn die Räume dunkel werden. Okay. Okay. Welche Bodenplatte sieht nicht aus wie eine? Tödliche Falle. Tut die da leider auch. Ja. Okay. Nö. Nein, da komme ich nicht mehr raus. Ich habe halt das Gefühl, das ist sowas Ähnliches wie das, wo wir das letzte Mal hingen. Wo, ich in dem Raum war, wo bei der zugehenden Tür dann, wo die Tür zu war, ich dann die
Schalter gesehen hatte. Weil hier ist alles mit Druckplatten gefüllt.